Meine Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Es wird heute warm, ist avisiert worden. Deshalb bitte ich um friedliche Beratungen. Tagesordnung sind die Punkte 8 bis 24, 26 bis 31, 33 bis 39, 41 und 63 bis 67 offen. Es ist eingegangen, verteilt, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend für eine gut ausgebildete bezahlte Polizei statt immer mehr Wachpolizisten, Drucksache 19/3511. Drucksache wird allgemein bejaht. Dann wird der Entschließungsantrag Top 72 und nach der Aktuellen Stunde altes Verfahren rufen wir auf und ohne Aussprache abstimmen. Außerdem eingegangen, verteilt, dringlicher Antrag der Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend erneuerbare Energien weiter ausbauen und Einbeziehung Hessens in ein Netzausbaugebiet verhindern, Drucksache 19/3512. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Es gibt Top 73 und kann mit 36 zu diesem Thema aufgerufen werden. Allgemeine Zustimmung. Wir tagen heute bis 18 Uhr. Eine Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Aktuellen Stunden. Tagesordnungspunkte 66 und 67 werden in der Reihenfolge getauscht. Warum auch immer, ist immer legal. Nach der Aktuellen Stunde geht es mit dem Tagesordnungspunkt 36 weiter. Es fehlt heute entschuldigt der Herr Ministerpräsident bis 10.45 Uhr. Bitte? Aha. Und Herr Staatsminister Boris Rhein bis 15 Uhr. Heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Hauptausschuss im Sitzungsraum 501a zusammen. Dann haben wir etwas zum Fußball, meine Damen und Herren. Gestern Abend gab es ein interessantes Spiel unserer Elf gegen die Finanzamtsvorsteher Hessens. Und unsere Landtagself hat in einem Spiel so viele Tore geschossen wie die deutsche Nationalmannschaft in der gesamten Vorrunde. Aber allerdings auch zwei bekommen. Aber wir haben 3:2 gewonnen. Zweimal Simon Brun und das Siegestor, so kann man sagen, Markus Bocklet. Immer wieder erstaunlich, was passieren kann, wenn man angeschossen wird. Also, aber der Höhepunkt, Markus, du verstehst das. Das passiert ja öfters. Der Höhepunkt waren allerdings die beiden Torleute, meine Damen und Herren. Dass der Marc Weinmeister im Tor der Landtagself steht, das wissen wir schon und leiden seit einigen Jahren darunter. Ja, wir sind aber bei ihm im Geiste. Aber auf der Gegenseite, meine Damen und Herren, stand gestern Abend unser Finanzminister, Thomas Schäfer, im Tor. Er hat es ja schon einmal getwittert. Wir wissen jetzt alle, warum die Tore so breit sind, über 6 Meter und 2 Meter noch was, damit Thomas Schäfer und der Marc Weinmeister reingehen. Der Thomas Schäfer hatte, ich soll ausdrücklich darauf hinweisen, das hat mir die Priska Hinz gesagt, Thomas Schäfer in einem besonders aparten grell-grünen Dress. Und Horst Klee hat mir mitgeteilt, Schäfer Weinmeister erinnerte ihn an die 50er Jahre Turek Hergenrath. Da sparen wir jetzt alle weiteren Bemerkungen. Ich hätte noch einige auf Lager, aber wir wollen ja großartig weitergehen. Unserem Coach, wie immer, unserem Freund Decke, herzliche Gratulation, herzlichen Dank. Und da wir ja für ganz Deutschland stehen, wünschen wir auch unserer Mannschaft am Sonntag gegen die Slowakei einen Sieg. Das ist wohl klar. Ne? So, das meinst du nicht lange. Ja, komm.